Wenn dein Schreibtisch direkt neben deinem Bett steht, kann dein Gehirn schon mal durcheinander kommen, wenn du abends den Raum betrittst, weil es nicht weiß, ob jetzt Arbeiten oder Schlafen angesagt ist. Hey, bei mir reicht weniger, um mich zu verwirren. Du verstehst? Wir sind visuelle Wesen und unsere Umgebung kann uns auf eine Aufgabe besser vorbereiten. Daher ist es auch einfacher, im Park oder Fitnessstudio zu trainieren, als zu Hause im Wohnzimmer, wo du dich normalerweise entspannst. Wenn möglich, sollte dein Schlafzimmer ausschließlich zum Schlafen und Ausruhen dienen. Das bedeutet, kein Computer, keine Arbeit, kein Fernseher. Deponier dein Handy, wenn möglich, in einem anderen Raum. Besorg dir einen altmodischen Wecker, um nicht in Versuchung zu geraten, durch deinen Feed zu scrollen. So weiß dein Gehirn, dass dein Schlafzimmer eine sichere Zone ist und du schläfst schneller ein. Wenn du dich aufregst, weil du nicht einschlafen kannst, wird deine Atmung schnell und flach. Leg dich auf den Rücken und nimm ein paar tiefe Atemzüge. Fühle, wohin die Luft geht. Geht dein Brustkorb hoch, atmest du flach. Versuche, die Luft in deinen Bauch statt in die Brust zu atmen. Im Stehen dehnt tiefes Atmen deine Rippen. Auf dem Rücken liegend geht die Luft normalerweise in den Bauch. Falls nicht, versuche sie bewusst dorthin zu leiten. Probier einmal diese Technik. Atme aus und leere deine Lunge. Atme 4 Sekunden lang durch die Nase ein. Dabei sollte dein Bauch hochgehen. Halte die Luft 7 Sekunden an. Atme durch den Mund aus und versuche den Vorgang 8 Sekunden dauern zu lassen. Wiederhole die Übung 4-mal. Ignoriere mich, ich schaue nur zu. Achte darauf, täglich dein Schlafzimmer zu lüften. Halte den Raum kühl bei 16 bis 19,5 Grad Celsius. Das mag dir frisch erscheinen, aber bevor du einschläfst, senkt sich deine Körperkerntemperatur. Ist es zu warm im Raum, klappt das nicht richtig. Fledermäuse verziehen sich zum Schlafen in dunkle, ruhige, kalte Höhlen. Tu es ihnen gleich. Sperre alle Geräusche aus, zur Not mit Hilfe von Ohrstöpseln und dunkle den Raum ab. Du wachst mitten in der Nacht auf und, oh nein, 2 Uhr, warum passiert mir das immer? Manche Menschen schlafen sofort wieder ein, wenn sie mitten in der Nacht aufwachen. Wenn du viel zu früh aufwachst und nicht wieder einschlafen kannst, starre nicht auf die Uhr. Das stresst dich nur. Dreh dich lieber von ihr weg. Steh auf und tu etwas. Aber scrolle nicht durch dein Handy oder erledige sonst eine mental fordernde Aufgabe. Das weckt dein Gehirn nur richtig auf. Versuch es mit beruhigenden Aktivitäten, wie ein Buch lesen und dämpf das Licht im Raum. Das hilft auch, wenn du abends ins Bett gehst. Es ist wichtig, einen festen Rhythmus einzuhalten und immer ungefähr zur selben Zeit schlafen zu gehen. Aber wenn du nicht einschlafen kannst und dich nur herumwälzt, frustriert dich das nur. Bist du nach 20 Minuten nicht eingeschlafen, such dir eine entspannende Beschäftigung. Tägliche Gewohnheiten beeinflussen deinen Schlaf. Wenn du den ganzen Tag arbeitest und danach stundenlang Social Media durchstöberst, hat dein Körper keine Chance, richtig müde zu werden. Und dein Gehirn bleibt eher wach, weil es zu viele Informationen verarbeiten muss. Geh spazieren und verbringe Zeit an der frischen Luft. Manche Menschen können nicht einschlafen, wenn sie zu viel Kaffee trinken. Vielleicht solltest du ihn weglassen oder wenigstens nachmittags keinen mehr trinken. Wenn du täglich Sport treibst, wenigstens 15 Minuten, auch an den Tagen, an denen du keinen Bock hast, schläfst du abends leichter ein. Eine Studie zeigt, dass regelmäßiger Sport die Zeit, die zum Einschlafen benötigt wird, fast halbiert. Das verschafft dir 40 Minuten mehr Schlaf. Es gibt nur eine Regel. Versuche nicht zu spät zu trainieren. Es sei denn, du machst Yoga, Dehnübungen oder etwas Entspannendes, das deinen Schlaf verbessern kann. Die Zeit am Bildschirm ist eines der größten Probleme, da wir verdammt viel Zeit an unseren Handys und anderen Geräten verbringen. Meide sie wenigstens eine Stunde, bevor du zu Bett gehst. Unser Körper folgt einem sogenannten zirkadianen Rhythmus. Das ist eine Art innere Uhr, die uns sagt, wie spät es ist. Das muss nicht mit dem, was wir uns von einer Uhr ablesen, zusammenpassen und sagt uns, wann wir schlafen sollen. Dieser Rhythmus wird von Umwelteinflüssen wie Lärm und Licht beeinflusst. Früher war es leicht, Licht zu vermeiden. Vorhänge zu und fertig. Aber Handys und moderne Technologie bringen alles durcheinander. Dein Handy emittiert blaues Licht, welches dein Melatonin unterdrückt. Dieses Hormon befiehlt deinem Körper einzuschlafen. Senke die Bildschirmhelligkeit an deinem Handy und probiere den Nachtmodus mit einem Blaulichtfilter aus. Die Menge an Licht, die wir sehen, ist ausschlaggebend für unseren Körper, um festzustellen, wann Schlafenszeit ist. Du kannst morgens die Vorhänge aufziehen
und das Tageslicht hereinlassen, damit dein Körper weiß, es ist Zeit aufzuwachen und in den Tag zu starten. Wenn du dir keinen Tag ohne Mittagsschläfchen vorstellen kannst, versuch ihn wenigstens so früh wie möglich einzuschieben. Stell dir einen Wecker, um nicht 3 Stunden auf der Couch zu pennen und dann abends nicht schlafen zu können. Halte dein Nickerchen vor 15 Uhr und maximal 20 Minuten lang. Wenn du um 23 Uhr Burger, Fritten oder eine Pepperoni-Pizza verdrückst, brauchst du dich nicht wundern, wenn du lange nicht einschläfst. Beende das Essen ein paar Stunden, bevor du schlafen gehst. Wenn du nochmal Hunger kriegst, wähle lieber etwas leicht Verdauliches. Vermeide schwere Kost, die dich wach hält. Auch wenn du einschläfst, erholt sich dein Körper nicht wirklich, weil er für die Verdauung schwer schuften muss. Wenn du direkt nach einem üppigen Mahl ins Bett fällst, hat dein Körper auch keine Zeit, die Kalorien zu verbrennen. Es ist also besser, nach einem umfangreichen Mahl noch wach zu bleiben. Übe Druck auf den Entspannungspunkt an deinem Handgelenk aus. Er befindet sich außen unter der Handfläche in gerader Linie mit dem kleinen Finger. Massiere die kleine Kuhle an beiden Händen 2 bis 3 Minuten lang in einer Auf- und Abbewegung oder kreisend. Einen solchen Punkt gibt es auch am Bein. Such dir die höchste Stelle deines Knöchels. Miss nun 4 Finger breit ab. Die Stelle befindet sich hinter dem großen Unterschenkelknochen. Massiere sie ein paar Sekunden lang auf- und abwärts und kreisförmig. Es mag verrückt klingen, aber man weiß ja nie, was hilft. Versuche, wach zu bleiben. Genauso wie dein Körper sich weigert einzuschlafen, wenn du es ihm befiehlst, rebelliert er vielleicht auch, wenn du ihm vorschreibst, wach zu bleiben. Visualisiere einen schönen, ruhigen Ort. Sandstrand, Kokospalmen, Sonne auf der Haut, kristallklares Meer. Niemand da, außer deine Liebsten. Lass deine Fantasie freien Lauf und erzeuge ein perfektes Szenario zum Entspannen. Nimm ein entspannendes Bad oder gehe duschen. Wenn dein Körper sich entspannen soll, solltest du mit warmem Wasser duschen. Bade deine Füße in heißem Wasser. Auch das kann deinen Schlaf verbessern. Manche Menschen behaupten, sie schlafen in Hotels besser. Vielleicht machst du schon alles richtig, aber deine Matratze und das Kissen passen nicht zu dir. Es wird empfohlen, sich alle 5 bis 8 Jahre eine neue zu kaufen. Das geht vielleicht ganz schön ins Geld, aber guter Schlaf ist einfach unbezahlbar. Auch Schreiben ist eine beruhigende Aktivität, die dir zu besserem Schlaf verhelfen kann. Wenn du im Bett liegst und dir der Tag durch den Kopf geht, oder auch was der nächste Tag für dich bereithält, schreib eine Liste der Dinge, die dich umtreiben. Schreib eine zweite Liste mit positiven Dingen, die am Tag passiert sind, dass dein Kopf sich am Ende auf gute Ereignisse konzentrieren kann. Gute Nacht!